Ja, servus Leute, mein Name ist MTC und willkommen mal wieder zu einem neuen Talk hier auf diesem Kanal. Ja, heute mal eine andere Location mit einem ganz normalen weißen Hintergrund. Ja, mein Bruder ist ausgezogen und irgendwie hat dieses Video hier ein bisschen damit zu tun. Ja, wir haben jetzt in dem Zeitpunkt, wo ich das Video ja aufnehme, einen Tag vor Heiligabend 2023 und wahrscheinlich werdet ihr das Video sowieso nach Heiligabend sehen oder nach Weihnachten, weil die meisten Leute sind ja mit ihrer Familie oder sind mit Freunden, keine Ahnung, oder sind vielleicht sogar arbeiten und feiern das Fest gar nicht so, wie man es feiert oder wie man denkt, man sollte es feiern. Und dieses kleine Video hier soll sich genau um das Thema drehen, nämlich Weihnachten und das Thema älter werden oder in Bezug auf das Thema älter werden. Und ich bin gespannt, was ich so zu sagen habe, denn ich habe mir nicht wirklich ein Skript oder sowas aufgeschrieben. Mir war es nur wichtig, jetzt kurz vor Weihnachten nochmal ein Video aufzunehmen für den Kanal, weil ich da sowieso sehr inaktiv geworden bin. Über die letzten Jahre schon, ich sage das immer wieder, aber 2024, da ist einiges geplant. Denn ich habe vor, den Kanal wieder zu monetarisieren. Das ist aber noch alles Zukunftsmusik, denn ich habe mir ein neues Konzept überlegt. Aber das, wie gesagt, ist alles Zukunftsmusik, aber darüber will ich gar nicht reden. Heute geht es um das Thema Weihnachten und ja, das Thema älter werden. Ich wurde dieses Jahr 29, heißt, ich bin ja nächstes Jahr dann 30 und 30 ist immer so ein Alter, wo du dir dann die Frage stellst, okay, wie geht's weiter? Ne? 30, du wirst älter, du siehst Menschen um dich herum, Familie, sehr viele Freunde, was weiß ich, Arbeitskollegen, Leute von der Schulzeit damals, die älter werden, heiraten, Familie gründen, nicht ein Kind oder zwei, nee, drei, vier Kinder und ich war noch nie so der große Fan, ich bin ehrlich so, ich war nie der große Fan von, keine Ahnung, Familie gründen, Kinder kriegen kann ich ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine, so eine Familie gründen, Vater werden, heiraten, dieses ganze Verloben, Zusammenziehen-Ding, das war irgendwie früher, ganz früher mal, bei meiner ersten Partnerschaft habe ich sehr viel darüber nachgedacht und das war schön, aber spätestens ab dieser Trennung war mir klar, ey, Menschen sind nicht für immer bei dir, ja, und natürlich, es kann sein, dass es klappt, vielleicht klappt das ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, vielleicht zehn, meinetwegen auch 40, 50 Jahre, was super selten ist heutzutage, denn wir leben ehrlicherweise, und das ist ja auch das, was ich seit Jahren auf meinem Kanal hier thematisiere, wir leben mittlerweile in einer sehr, sehr krassen Konsum- und Wegwerfgesellschaft, wie ich so schön immer nenne. Und so ist es nun mal. Du wirst heutzutage so schnell ausgetauscht, weil die Menschen sich schon denken, ey, warum soll ich denn mit der Person zusammenbleiben? So, warum reparieren, ich bin noch viel zu jung dafür, ne? Mein Leben ist kostbar, du lebst nicht ewig, warum soll ich da irgendwie meine Zeit verblempern mit einer Person, die eigentlich gar nicht zu mir passt, Liebe hin oder her. Und dann wird die Person halt einfach geghostet, ignoriert, verlassen und auf Wiedersehen, wir kennen uns gar nicht. Ich meine, wie viele Beziehungen habe ich geführt, wie viele Beziehungen habt ihr da draußen geführt, wo man sich so dachte, hey, dieses Mal wird's halt was und wenn die Beziehung endet, dann wird man im Guten auseinandergehen und dann wird man mindestens befreundet bleiben. Das ist nicht so. Das ist super, super selten. Vielleicht von 10 Fällen oder sowas oder von 20 Fällen ist es ein Fall, wo das dann eintrifft, dass man cool miteinander ist. Ich hatte eine Beziehung, mit der Frau bin ich im Guten auseinandergegangen, weil wir uns nicht mehr geliebt haben, weil wir uns nicht mehr nahe standen, genug nahe, dass man die Beziehung hätte weiterführen können. Und auch da ist der Kontakt weg. Wenn man da alle zwei Monate mal Hi schreibt, dann ist das viel. Und das ist halt nun mal das. Du bist mit einer Person zusammen und dann irgendwann, wenn es nicht mehr passt, dann passt es halt nicht mehr. So ist es mit Freunden halt einfach. Die meisten Leute da draußen sind halt so, die sind dann nicht mehr befreundet oder sowas miteinander. Die vergessen dich einfach, die ghosten dich, die vergessen dich, die wissen gar nicht mehr, wer du bist. Und wenn man die Leute anspricht irgendwie oder mal Freunde von den Freunden oder Freunde von den ehemaligen Freunden, die ansprechen, ey, kennst du noch den MT oder sowas? Dann heißt es, ach der, ja, keine Ahnung, mit dem habe ich keinen Kontakt. So. Und dann hast du irgendwie 5 oder 10 Jahre deines Lebens mit dieser Person verbracht, freundschaftlich, und dann die Person kennt dich gar nicht mehr. Und da muss noch nicht mehr ultra viel vorgefallen sein. Und in diesem Video hier möchte ich nicht über das Thema Freunde oder Beziehungen reden. So. Ich will eher auf das Thema eingehen, älter werden. Ich habe mir jetzt die letzten 10 Jahre, sage ich jetzt mal, hatte ich, wie gesagt, 3 bis 4 relevante Beziehungen. Und ich werde nächstes Jahr 30. Und ich sehe immer wieder Leute um mich herum, die, wie gesagt, eine Familie gründen, heiraten oder schon geheiratet haben, die glücklich sind in den meisten Fällen. Es gibt Leute, die sind unglücklich. Es gibt aber meist eher Leute, die sagen, ey,
tut gut. Ja, doch, tut gut, eine Familie zu gründen. Und wie gesagt, meins ist es gar nicht so. Ich bin viel zu sehr beschäftigt mit meinen Hobbys, mit meinen Projekten, mit meinen Luxusproblemen, sage ich jetzt mal, die ich habe. Und dann kann ich mir sowas wie Familie gründen oder sowas nicht vorstellen. Wenn ich mir eine coole oder eine sehr, sehr schöne Beziehung vorstelle, dann ist es, du bist zusammen, jeder hat aber eine eigene Wohnung, dass man, weißt du, dass du halt nicht aufeinander sitzt, weil das ist auch immer etwas, was eine Beziehung kaputt machen kann, je nachdem. Jeder hat eine eigene Wohnung, man ist trotzdem zusammen, man guckt Filme zusammen, Serien zusammen, man geht spazieren, man geht meinetwegen zusammen zum Urlaub, man verbringt einfach eine coole Zeit miteinander, hat, was weiß ich, Kuscheln, sexuelle Erlebnisse, man geht dahin, erlebt dies und das und jenes, hat vielleicht Projekte zusammen, die man macht, wenn man jetzt, keine Ahnung, Hobbys, gemeinsame Hobbys hat, gemeinsame Interessen, zocken und so weiter. Und einfach leben und glücklich sein. Und die Leute werden immer älter, also logischerweise, jeder wird älter, so, aber die Leute um mich herum, die ungefähr mein Alter haben, vielleicht ein, zwei Jahre plus oder minus, die sind jetzt irgendwie moralisch irgendwie und gesellschaftlich, sage ich jetzt mal, an einem Zeitpunkt angekommen. Die haben kaum noch Spaß, die gehen früher schlafen. Gut, wie gesagt, die haben ja dann auch eine Familie gegründet, haben dies und das und jenes in ihrem Leben, halt ernste Sachen. Und die sind nicht mehr offen für Spaß oder dass man mal sagt, ey, komm, lass mal irgendwie freitags irgendwie bis 0 Uhr oder sowas mal unterwegs sein, ein bisschen draußen was unternehmen oder meinetwegen auch mal ein paar Stunden zocken, in Discord zusammensitzen, zusammenquatschen, bisschen zocken gemeinsam, vielleicht irgendwie eine Serie zusammen gucken. Die Leute sind, die werden älter und machen immer mehr dieses Erwachsenending, dieses langweilige, ernste Erwachsenending und du wirst halt auch älter und hast das ganze Familiending halt nicht. Und dann denkst du halt so, okay, was habe ich falsch gemacht im Leben? Und versteht mich nicht falsch, ich fühle das. Keine Kinder haben, niemals geheiratet haben und ich fühle das nach wie vor nicht. Und ich bin froh drum, so wie gesagt, ich habe meine Luxusprobleme, ich habe meine Hobbys, Interessen, ich brauche das, ich liebe das, ich lebe mein Leben genauso und ich mag's. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht diese Verantwortung reinziehen, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Ne? Was ich damit sagen will, in Bezug auf Weihnachten, die Leute werden alle ernster und irgendwie machen so ihr Ding und ich fühle dieses Einsamkeitsding halt schon, beziehungsweise ich fühle dieses Alleine-Sein-Ding. Und dieses Einsamkeitsding ist eine Sache, von der ich gedacht habe, dass sie mir gut steht und gut passt und das tut es auch. Klar, natürlich, ich gewöhne mich oder ich habe mich dran gewöhnt und je älter du aber wirst, desto eher hast du das Gefühl, dass du daran kaputt gehst halt einfach. Ich meine, familiäre Probleme kennt bestimmt jeder von uns, bei dem einen ist es krasser, bei dem anderen geht es so. Und dann gibt es wieder Personen, die haben gar keinen Kontakt zur Family, halt wirklich nie, also jahrelang nicht, vielleicht Kontaktabbruch für immer. Und ich denke mir jedes Weihnachten so, okay, was hätte ich in meinem Leben besser machen können, dass das Familiäre besser gepasst hätte. Dass ich vielleicht jetzt doch eine Beziehung hätte, die halt nicht nur ein Jahr hebt oder mal eineinhalb oder zwei, sondern halt auch mal wirklich drei, vier, fünf, sechs Jahre und noch mehr. Und dass ich mich halt wirklich so glücklich fühle und meine Scheiße, diese ganze Vergangenheitsscheiße hinter mir lasse und sage, ey, ich konzentriere mich jetzt auf meine Hobbys, auf meine Interessen, auf meine Projekte und auf die Beziehung, auf meine Freunde vielleicht. Aber es ist halt nicht so, es ist nicht so und ich habe immer wieder Probleme damit und das tut mir persönlich sehr leid, weil ich halt auf Langzeit irgendwie nicht diese Bindung halten kann. Ich bin verliebt, ich verliebe mich so krass selten, weil ich einfach nicht diese passende Sympathie oder Bindung aufbauen kann, dass ich sagen kann, ey, das reicht für eine Beziehung, das reicht doch nicht mal für das sexuelle, wie nennt man das, Abenteuer, wenn man so ehrlich sein kann und ist okay, ich komme damit klar so, aber ich denke mir immer wieder so, was wäre wenn halt einfach, was wäre wenn ich wieder bereit wäre dafür, denn ich gucke mir so die Häuser an, müsst ihr euch vorstellen, die Wohnungen, die Fenster so von außen und gucke sehr viele TikTok-Videos, YouTube-Videos, wo Leute im Wasser an Weihnachten geschmückt haben, alles total schön bunt und die Musik und dann bist du halt in diesem Weihnachtsfeeling halt so ein bisschen drinne und hörst diese Weihnachtsmusik an und denkst du so, Mann, so schön und dann denke ich mir immer wieder so, scheiße, ich bin ja ein heiliger Abend und an Weihnachten wieder komplett alleine, weil ich Vollidiot es mir immer wieder verscherze mit meiner Familie, also elterlicherseits, und ich halt einfach dann an Weihnachten zu Hause bin, alleine, komplett alleine, und ich mir dann denke, scheiße, die Einsamkeit, die packt mich gerade und zerstört mich, und dann ende ich halt wieder, weißt du, bis mitten in der Nacht mit Trinken und Musik hören und einfach mich selbst bemitleiden, weil ich ja so scheiße einsam bin und
Ja, ich fühle mich am nächsten Tag dann ein bisschen wohler, weil ich halt dann dieses Drama oder sowas, diese Traurigkeit, sage ich jetzt mal, diese Leere, mehr oder weniger diese Leere, füllen kann. Aber ich werde halt immer älter und denke mir halt so, Scheiße, was machst du denn jetzt? Und ja, ich sehne mich manchmal nach einer funktionierenden Beziehung und alle meine Freunde gefühlt haben ihr eigenes Ding, haben irgendwie eine feste Partnerschaft, wo es sehr wichtig ist, dass man 24/7 aufeinander hockt und so. Fühle ich jetzt auch nicht so, by the way. Und die machen ihr Ding, die haben kaum Zeit. Und wenn du mal fragst, so, ey, in 3, 4 Tagen ist Freitag, so Wochenende, hast du da Bock, bisschen am, ne, ein bisschen ein paar Stunden länger aufzubleiben, ein bisschen zu zocken? Dann heißt es, ah, nee, du weißt doch, ich muss früh raus und die Kids und guck mal und meine Partnerin und, ah, nee, ich muss am Wochenende arbeiten und ich weiß nicht, ist das Erwachsenwerden-Ding so, ich bin. Guck mal, dieses Erwachsenwerden-Ding, ne? Ich bin. Ach klar, du wirst ja, wenn du halt alleine wohnst und dann wirst du halt älter, reifer, machst du dein Ding, hast deine Einkommensscheiße unter Kontrolle, deine Ausgaben und so weiter. Bei jedem ist es ein bisschen anders. Und klar, natürlich hat es auch was mit Erwachsenwerden und Reife zu tun. Streite ich nicht ab. Ist ja auch so. Aber ich bin ehrlich, ich bin tief drinne, bin ich noch immer so ein 16-, 17-jähriger Teenager, der irgendwie vor der Konsole sitzt, in meinem Fall jetzt der PC halt einfach, ne, vorm PC sitzt, zockt, 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 wirklich durchgehend am Zocken ist, Serien guckt, meine Projekte macht, immer mal wieder ein bisschen, keine Ahnung, Serienabende, Filmabende, ab und zu mal halt einfach mir die Kante geben, wie so ein Teenager, der irgendwie, keine Ahnung, nichts Besseres zu tun hat. Ich mache meine Projekte, höre Musik. Und will einfach so mein Spaß halt einfach haben. Klar, natürlich bin ich älter und so, aber ich habe mein Leben unter Kontrolle und bin froh, dass ich keine Familie habe, dass ich, also eine eigene Familie. Nicht, weil ich sage, sowas ist scheiße, so. Das hat bestimmt so seinen Reiz und, also seine, wie soll ich das sagen, sein Wunder. Weißt du, dieses Schöne, dieses Wunder, auch an Weihnachten schmücken, Geschenke, dies, das, keine Ahnung, zusammen was essen. Aber ich bin ehrlich so, ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen so und ich glaube, ich werde auch die nächsten 10 Jahren nicht gewachsen sein. Wenn ich in 10 Jahren noch lebe und wieder mich in 10 Jahren mit fast 40 dann vor die Kamera setze und ein YouTube-Video mache über das Thema Weihnachten, werde ich wahrscheinlich noch immer keine Familie haben, weil mir das auch so nicht passt und weil ich auch denke, ey, ich fühle mich doch gut damit. Trotzdem ist diese Einsamkeit vor allem an Weihnachten immer sehr stark. Jetzt könnte man sagen, ja, empty Winterzeit, ne, Vitamin D-Mangel. Und also Vitamin D3-Mangel, Sonne ist ja nicht da und so. Ich habe das ganze Jahr über meine Baustellen und meine Dämonen im Kopf, wenn man das so drastisch ausdrücken kann oder darf. Und an Weihnachten wird es mir halt immer mehr bewusst. Weil am Ende des Jahres habe ich dann irgendwie Geburtstag und dann kommt Weihnachten und dann ist Silvester und ich bin an diesen ganzen verdammten Scheißtagen komplett alleine. Und klar, ich könnte mit der Mutter telefonieren, ich könnte da telefonieren und so, aber dieses Gemeinsame, dieses Zusammenessen, dieses, weißt du, dieses Wunder, dieses Fest, dieser Zauber, sage ich jetzt mal, ist halt irgendwie seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin, damals mit 16, 17, weg halt einfach. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das wiederkommt und alle sagen zu mir, ja, du musst deine eigene Familie gründen, du brauchst mir eine Partnerin, MT. Und ja, vielleicht brauche ich eine Partnerin. Vielleicht aber auch nicht. Aber diese Einsamkeit hat nichts mit einer Partnerin zu tun. Denn auch in den letzten Beziehungen, in denen ich war, war diese Einsamkeit trotzdem real. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das bewältigen kann. Und Weihnachten, wie gesagt, ist immer so ein Fest, was mir sehr, sehr krass bewusst macht, wie einsam der Mensch an sich sein kann. Nicht nur ich, sondern allgemein. So viele Menschen sind alleine, meinetwegen auch einsam, haben niemanden um sich herum. Und leben einfach vor sich hin, überleben, versuchen halt ihr Ding zu machen, essen nichts Besonderes, haben nichts geschmückt, haben keinen Zauber mehr, werden immer einsamer, alles grau und trist und dunkel und trostlos und leer und sad und ja. Das sind so meine Worte zu dem Weihnachtsfest und ich hoffe trotzdem, dass wenn ihr das Video guckt, auch vor oder nach Weihnachten, dass ihr ein schönes Fest hattet oder noch ein schönes Fest haben werdet, auch in Zukunft, dass es euch gut geht, eurer Familie oder euren Familien, euren Freunden und lasst euch nicht runterziehen. Das Leben ist schon ernst und scheiße genug. Und ich bin gespannt, vielleicht kommt nochmal ein Podcast vor Neujahr. Zum Jahresrückblick. Mal gucken. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Guckt gerne in die Videobeschreibung. Ich bin erstmal raus. Macht's sich gut, macht's besser. Bis zum nächsten Video. Bis dann aber. Ciao und Servus.